Tablouette rote, Lockheed Orion. Und im Hintergrund wird der Christian Hickmann begleitet mit seiner wunderbaren Curtis Condor. Ich als Vergnügen nehmen im Rahmen von der Unfallflyer. Und in Team grüßt die Öffentlichkeit recht herzlich Dirk Hofmann. Der Flug ein bisschen zu kommentieren. Lockheed Orion und die Curtis sind beides eingebaute. Vordergrund die rote Lockheed mit einer Spannweite von 4 Meter ist vom BR. Das Original hat eigentlich ein IC-Fahrwerk, das hat der BR irgendwie aus Gewichtsgründen verzichtet. Das Original, die Orion, ist zwischen 1931 und 1934 geflogen und ist vom berühmten Pilot Walter Mittelholzer geflogen worden. Er hatte den tragischen Unfall gehabt mit dem Industriell als Passagier und so fort. Das war ein militärisches Sperrgebiet in Tschechien und ist dort verhaftet worden. Nach dem Absturz und das Flugzeug, das kennen Sie heute, Airbus sehr zu bewundern, ist das einzige Exemplar weltweit, das vom Swiss Air Fokker Team restauriert worden ist. Schauen Sie den wunderschönen Verbindung, einzigartig, Lockheed Orion. Antrieben wird das Flugzeug von einem Wallach. 170 Kubik mit 13 PS Boxermotor. Das hört man auch wunderschön den tiefen sonoren Bassound, wo die Motoren liefern. Die Curtis Content hat eine Spannweite von 4,16 m und ist eigentlich von der Amerikaner sehr wackelig aufgeklebt hat. Nicht aufgefallen. Antrieben wird das Flugzeug von 225 OS-Motoren. Betrieben wird das mit Ethanol. Das Original hat eigentlich zwei Nullzylinder Zyklon Sternmotoren drauf gehabt. Und die Flugzeuge sind in der gleichen Area geflogen. Was markant war, ist, dass die Orion entsprechend, wie Sie es hier auch schön sehen, einfach schneller war im Reiseflug. So, die beiden Piloten werden nun zur Landung ersetzen. Als erste wird der Christian Hickmann kommen. Er wird von links anfliegen und links über die Südküste für eine originale KI Landung erleben. Schauen Sie schön, wenn er reingleitet. Korrigiert ein bisschen in den Wind. Ist im Flair und setzt guter Wein auf. Herzlichen Applaus, bitte. Reiht die Base. Und setzt zum Finaler. Höchste Konzentration. Es sieht wunderschön aus.
Vision Flare, perfekt. Perfekt.